Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jasmin Schomann und ich begrüße Sie alle, sowohl hier im Raum als auch vor den Bildschirmen des Livestreams, recht herzlich zu unserer zweitägigen Fachtagung Narrative, Normen, Alltagshandeln, interdisziplinäre Perspektiven auf Rassismus in Deutschland. Wir freuen uns außerordentlich, nach mehr als 2 Jahren endlich wieder eine Veranstaltung mit größerem Publikum in Präsenz durchführen zu können. Ja. Das hat auch jetzt etwas so eine Parallelrealität geschaffen, denn wäre das eine reine Streaming-Veranstaltung, dann hätten wir um 14 Uhr pünktlich begonnen. Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen sehen es uns nach. Das war jetzt sozusagen die Realität der Präsenzveranstaltung. Gleichzeitig ist diese Fachtagung eine besondere Gelegenheit, Ihnen den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, kurz NADIRA, mit dessen Aufbau das DECIM 2020 vom Deutschen Bundestag beauftragt wurde, ausführlicher vorzustellen und mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Vor genau 5 Wochen haben wir mit der Bundesfamilienministerin Lisa Paus der Öffentlichkeit die Auftaktstudie des NADIRA präsentiert, die auch heute später noch auf dem Programm steht. Darin haben wir uns mit den rassistischen Realitäten in Deutschland befasst und wollten wissen, was denken die Menschen in Deutschland über Rassismus? Wie setzen sie sich damit auseinander? Gibt es ein Problembewusstsein in der breiten Bevölkerung oder stößt das Thema auf Abwehr? Und wie groß ist die Bereitschaft, Rassismus aktiv entgegenzutreten? Ohne die ausführliche Vorstellung der Studie an dieser Stelle schon zu spoilern und Ergebnisse vorwegzunehmen, lässt sich doch konstatieren, dass sich im Umgang mit dem Phänomen Rassismus etwas getan hat in Deutschland in den letzten Jahren. Und dies spiegelt sich auch in unserer Studie. Die Anschläge von Halle und Hanau, der Mord an George Floyd und die auch hierzulande darauf folgenden Black Lives Matter-Proteste können als Zäsur in der Auseinandersetzung mit begriffen werden mit Rassismus. Dies zeigt nicht zuletzt die Einsetzung des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, der das Thema auf die höchste politische Ebene gehoben hat. Dieser hat in seinem Maßnahmenkatalog unter anderem den Ausbau der Forschung zu Rassismus bekräftigt. Denn obwohl die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus in den letzten Jahren anlassbezogen immer wieder befeuert wurde, ist das empirische Wissen im Sinne von Hard Data in Deutschland vergleichsweise gering. Darauf weisen Akteure aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft seit vielen Jahren hin. Und wie diejenigen von uns, die schon seit Jahren in dem Feld forschen und uns auch gesellschaftspolitisch engagieren, nur allzu gut wissen, ohne aussagekräftige, repräsentative Daten lassen sich kaum politische Maßnahmen anstoßen. Die Regierungsparteien der Ampelkoalition haben daher die Verstetigung eines nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung im Koalitionsvertrag festgeschrieben, um eine umfassende Untersuchung von Rassismus in langfristiger Perspektive zu ermöglichen. Das Phänomen Rassismus soll in der Breite, das heißt in seiner individuellen, institutionellen und strukturellen Dimension erforscht werden. Der NADIRA wird dabei der Frage nachgehen, welches Ausmaß hat Rassismus in Deutschland? Welche Ursachen liegen ihm zugrunde? Und schließlich, welche Folgen hat Rassismus für die Gesellschaft? Insbesondere auch für die vulnerablen Minoritäten, die ein erhöhtes Risiko haben, mit Rassismus konfrontiert zu werden. Hierfür werden sehr unterschiedliche Perspektiven, empirische Zugänge und Methoden gewählt. Dazu zählen unter anderem wiederkehrende, quantitative und qualitative Befragungen der Allgemeinbevölkerung und von potenziell betroffenen Gruppen, experimentelle Methoden, Dokumenten- und Medienanalysen sowie die Analyse von Beratungsdaten. Die Längsschnittdaten brauchen wir, um Veränderungen abbilden zu können
und so letztlich auch zu schauen, inwiefern ergriffene politische Maßnahmen zur Prävention und zum Abbau von Rassismus auch tatsächlich greifen. Zur Vorbereitung dieses umfangreichen und in Deutschland einmaligen Monitors hat das DECIM 2020 eine Reihe von Kurzstudien initiiert und ich freue mich sehr, dass wir einige der Ergebnisse dieser Studien heute und morgen hier gemeinsam diskutieren werden. Wir freuen uns zudem außerordentlich, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben werden, die Ebene der Wissenschaft zu verlassen und mit herausragenden Gästen, die sich seit vielen Jahren dem Engagement gegen Rassismus verschrieben haben, die notwendigen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen für die effektive Bekämpfung und den Abbau von Rassismus zu erörtern. Beginnen möchten wir unsere Tagung nun mit einem Vortrag zur Kontroverse um den Begriff Rasse als Analysekategorie und rechtliche Kategorie von Daniel James und ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Keynote gewinnen konnten, die dann anschließend von Doris Liebscher kommentiert werden wird. Ich darf Ihnen unseren Eröffnungsredner nun etwas näher vorstellen. Dr. Daniel James ist Philosoph und Geschäftsführer des Düsseldorfer Institute for Philosophy of Public Affairs an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort leitet er derzeit gemeinsam mit Leda Berio und Benedikt Kenia Dampte ein partizipatives Forschungsvorhaben, das sich mit dem Terminus Rasse als umstrittene Kategorie beschäftigt. Promoviert wurde er 2017 an der Universität Konstanz mit einer Dissertation zu den metaphysischen Grundlagen von Hegels Theorie der Sittlichkeit. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen klassische deutsche Philosophie, Sozialphilosophie, einschließlich der Philosophy of Race und Philosophie der Sozialwissenschaften. Wir freuen uns nun sehr auf den Vortrag. Dr. James, the floor is yours. Freut mich sehr, hier zu sein und hier etwas aus diesem Projekt vorzustellen. Super. Sie können es sehen, hören können Sie mich auch. Wunderbar. Ich bin, wie schon gesagt wurde, ich bin Philosoph. Das ist manchmal seltsam, wenn man mit Leuten aus anderen Disziplinen so unterwegs ist. Die Gefahr, dass man so ein bisschen aneinander vorbeiredet, ist recht groß. Deswegen dachte ich, dass ich einfach erstmal ein bisschen damit anfange, etwas darüber zu erzählen, wo ich so wegkomme. Und zwar einfach, indem ich erstmal ein bisschen was dazu erzähle, wie jemand in der Philosophie typischerweise diese Frage angehen würde, was es jetzt hier mit diesem Begriff Rasse auf sich hat. Und wie ich jetzt sozusagen im Besonderen an diese Frage herangehe, die nicht so typisch ist. Das wird praktisch das Erste sein, was ich jetzt hier darstelle. Vielleicht nur ganz kurz, hier der Überblick. Ich versuche hier in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, so knapp vier Fragen zu behandeln. Erstens eben etwas zu den verschiedenen Ansätzen, die es so gibt, zu dieser Art von Frage und der Art von Ansatz, die ich mag, die ich sozusagen als eine Art Aushandlung dieses Begriffes bezeichnen würde. Dann würde ich gerne etwas zu einem Projekt, das gerade auch vorgestellt wurde, sagen, nämlich diesem Projekt, jetzt zu diesem Begriff der Rasse. Das ist ein Projekt, das ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen da verfolge und ich wollte einige der Resultate, die wir jetzt schon so zutage gefördert haben, vorstellen. Dann würde ich gerne so im Lichte der Resultate, die wir da so herausgearbeitet haben, so drei Modelle, wie man vielleicht mit diesem Begriff umgehen kann für verschiedene Zwecke, einfach vorstellen, ein bisschen was dazu sagen, wie ich das selber sehe, aber gar nicht unbedingt so eine klare Entscheidung oder eine klare Empfehlung aussprechen, weil ich glaube, letztlich hängt das von unseren Zielen ab. Und dann sage ich am Ende tatsächlich noch mal ein bisschen was zur ganzen Frage, eben, wie sieht es mit Rasse als Analysekategorie aus. Vielleicht fange ich einfach mal kurz mit einer kleinen Anekdote an, einfach nur, weil ich finde, die hilft ganz gut, das Projekt, das ich jetzt hier verfolge, zu motivieren. Also es gibt eine Legende, die besagt, dass Charles Mills, also der kürzlich verstorbene jamaikanischstämmige Philosoph, seinen deutschen Kollegen Jürgen Habermas gefragt haben soll, why don't you work on race? Und daraufhin soll Jürgen Habermas geantwortet haben, mit einem leichten Stirnrunzeln, und ich finde, man kann die Antwort eigentlich besser noch auf Deutsch sagen, weil ich kein Nazi bin.
Und ich finde, dieses Missverständnis zwischen diesen beiden Philosophen bringt ziemlich gut zum Ausdruck, wie unterschiedlich die Einstellungen von Leuten im deutschsprachigen und im englischsprachigen Raum eben zu den Ausdrücken Race und Rasse sind. Und was uns interessiert in diesem Projekt, ist nachzuvollziehen, besser zu verstehen, woher diese unterschiedlichen Einstellungen rühren und woran das genau festgemacht werden kann. Gut, also standardmäßig, wie würden normalerweise Leute in der Philosophie an so eine Frage wie zum Beispiel, gibt es sowas wie Rasse, gibt es Menschenrassen gar, wie würden Leute normalerweise daran gehen? Sie können hier eine ganz gute Veranschaulichung von einer Philosophin bei der Arbeit sehen, nämlich durch Introspektion sozusagen auf dem Lehnstuhl. Das Verfahren wird von manchen Leuten eben als die sogenannte semantische Strategie bezeichnet. Die besteht darin, dass wir, anstatt jetzt zu fragen, gibt es Menschenrassen, greift der Ausdruck Rasse oder andere Kategorien, sozusagen in Anführungszeichen rassischer Art, sowas wie zum Beispiel schwarz, weiß, asiatisch und so weiter, greifen die etwas in der Welt heraus und wenn ja, was? Und der Ausgangspunkt für diese Art der Untersuchung, und dafür ist eben das Sofa besonders gut geeignet, ist eine Analyse unseres Alltagsbegriffes von Rasse. Das heißt, unsere gewöhnlichen sprachlichen Intuitionen oder vortheoretischen Überzeugungen, die wir dazu haben, nämlich hinsichtlich der korrekten Anwendung dieses Ausdrucks. Also worauf glauben wir, dass das angemessen angewendet werden kann? Und die Idee ist, der Anspruch ist, dass diese vorsprachlichen theoretischen Überzeugungen oder Intuitionen unseren alltäglichen Gebrauch in der Sprachgemeinschaft, derer wir zugehören, widerspiegeln sollen. Und dann kann man eben sagen, das wäre so eine Standardart, jetzt diese Frage zu beantworten. Bezieht sich jetzt der so und so analysierte Alltagsbegriff auf irgendwas in der Welt? Wenn wir sagen ja, dann sind wir Realistin. Wenn wir sagen nein, sind wir Antirealistin. Das wäre so die ganz grobe Art, diese Herangehensweise zu erläutern. Die ist aber nicht ganz ohne Kritik geblieben. Und ich möchte hier nur ganz kurz zwei Arbeiten vorstellen, die, wie ich finde, sehr gut motivieren, wie wir jetzt in unserem eigenen Projekt an dieses Thema rangehen. Das ist erstmal eine Arbeit von Ron Mallon mit dem sehr treffenden Slogan, finde ich, Race Normative, Not Metaphysical or Semantic. Und Mallon zufolge haben solche scheinbar metaphysischen oder ontologischen Meinungsverschiedenheiten, also Meinungsverschiedenheiten darüber, was jetzt in Anführungszeichen Rasse ist und ob das existiert, dass die eigentlich eine Illusion sind. Also dass wir da eine Meinungsverschiedenheit haben, ist eigentlich eine Illusion, denn ihm zufolge stimmen jetzt Realistinnen oder Antirealistinnen hinsichtlich der Realität selber weitgehend überein. Also die stimmen hinsichtlich der Frage, was ist alles, wie die Realität eigentlich so strukturiert ist, stimmen die größtenteils überein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Wenn wir zwei Positionen einander gegenüberstellen wollen, zum Beispiel jetzt die Antirealistinnen, die letztlich sagen, der Begriff der Rasse bezieht sich letztlich auf menschliche Gruppen, die unterschieden sind anhand von äußerlichen, physischen Merkmalen oder sowas in dieser Art. Und wir meinen damit eigentlich sowas wie große Familien. Dann würden die sagen, ja, das findet, wenn überhaupt, nur auf Gruppen wie die Amish Anwendung, aber nicht auf die paradigmatischen Gruppen, die wir anführen wollten. Und deswegen ist dieser Begriff leer. Es gibt nichts, worauf er sich in der Welt bezieht. Wir sollten ihn stattdessen ersetzen durch einen anderen Begriff, den der rassifizierten Gruppe. Das ist eine Position, die wir in der Philosophie unter vielen AntirealistInnen häufig finden. Es gibt aber andererseits eine Position, die oft eben als, die wird Ihnen sicherlich sehr vertraut sein, als Sozialkonstruktivismus bezeichnet wird. Und die behaupten auch, es gibt eine bestimmte Art von Gruppen, die wir als rassifizierte Gruppen bezeichnen können. Nur meinen die typischerweise, dass der Ausdruck Rasse sich einfach nur auf diese Gruppen bezieht. Das heißt, die unterscheiden sich eigentlich nicht jetzt hinsichtlich der Frage, wie die Realität so aussieht, also ob es jetzt zum Beispiel rassifizierte Gruppen gibt. Worüber die sich streiten ist, ob wir den Ausdruck Rasse dafür verwenden sollten. Das wäre auf jeden Fall eine Art, jetzt im Sinne von Mallon diesen Disput zu beschreiben. Das Problem ist aber, wenn wir weiter diese semantische Strategie verfolgen, dann halten wir genau diese Illusion aufrecht, dass wir da irgendeinen tiefen metaphysischen Streit haben. Und das beruht typischerweise darauf, dass wir verschiedene Annahmen darüber haben, was jetzt diese Ausdrücke bedeuten und was überhaupt, unter welchen Bedingungen die sich überhaupt auf etwas in der Welt beziehen. Also wie gesagt, für Sozialkonstruktivistinnen auf rassifizierte Gruppen, für Antirealistinnen bezieht sich das eben auf nichts in der Welt. Das heißt, wir verschieben eigentlich hier den Streit
von dieser ontologischen Frage nach der Existenz von sogenannten Menschenrassen hin zu der semantischen Frage, jetzt so nach der richtigen Theorie der Bedeutung, die jetzt erklären soll, worauf sich jetzt diese Ausdrücke beziehen. Ein anderer, Einwand, der so ein bisschen in dasselbe Horn stößt, ist von David Ludwig, einem deutschen Kollegen, der heißt Against the New Metaphysics of Race. Und hier ist die Idee, dass es mehrere Arten der sogenannten Unterbestimmtheit gibt. Unterbestimmtheit hier ist einfach nur, dass die Daten, die wir haben, uns nicht von sich aus schon darauf festlegen, ob es jetzt Rassen gäbe oder nicht. Zum Beispiel, so argumentiert Ludwig, verfolgen wir auch in der Biologie typischerweise verschiedene Erklärungsinteressen und nach Maßgabe dieser Interessen werden wir verschiedene biologische Arten postulieren. Das heißt eben, dass es sozusagen mehrere, geben dieselben Daten mehrere biologische Ontologien geben kann. Und das spiegelt ein bisschen das wider, was wir eben hatten über die Sozialkonstruktivistinnen und die Antirealistinnen. Selbst wenn wir jetzt dieselben Arten postulieren, dieselben biologischen Arten zum Beispiel, selbst wenn wir, wenn wir uns darauf einigen können, dass es beispielsweise sowas gibt wie so genetische Populationen oder so etwas, können wir immer noch darüber streiten, ob wir jetzt genau diese jetzt mit dem Ausdruck Rasse bezeichnen wollen. Und darüber hinaus gibt es dann eben nochmal eine andere Art der Unterbestimmtheit durch nicht-empirische Evidenz, die eher den jetzt die Bedeutung wiederum der sprachlichen Ausdrücke betrifft. Hier ist die Idee, in verschiedenen Kontexten könnten wir die jetzt wiederum verschiedene spezifizieren und das legt, das haben wir schon gesehen, als wir am Anfang kurz über die semantische Strategie sprachen, legt jetzt verschiedene Antworten auf die Frage nach der Existenz von sogenannten Menschenrassen nahe. Das heißt, dass die Evidenz, die wir haben, sei sie jetzt empirisch oder nicht empirisch, ist gleichermaßen damit vereinbar, ob wir jetzt RealistInnen oder AntirealistInnen sind. Und diese Einwände haben eine bestimmte, laufen einfach eine bestimmte alternative Strategie hinaus, die normalerweise als deflationistisch bezeichnet wird. Wir lassen gewissermaßen die Luft aus diesem metaphysischen Streit heraus. Und alles, was übrig bleibt, ist am Ende eigentlich nur ein normativer Streit darüber, wie wir jetzt diesen Ausdruck Rasse verwenden sollten. In diesem Sinne haben wir sozusagen alle metaphysische Luft rausgelassen. Und das heißt eben, dass in dieser deflationistischen Analyse eines solchen Streites wird eigentlich diese normative Frage mit entweder der metaphysischen Frage, gibt es Menschenrassen, oder eben dieser semantischen Frage, worauf beziehen sich diese Ausdrücke eigentlich in der Welt, verwechselt. Und wenn es ein normativer Streit ist, den wir da führen, dann wird dieser Streit nach Maßgabe verschiedener normativer Gesichtspunkte ausgetragen. Und wir sollten diese normativen Gesichtspunkte explizit machen, wenn wir besser verstehen wollen, was eigentlich im Streit auf dem Spiel steht zwischen uns. Und das können eben verschiedene Dinge sein. Es können sowas sein wie der epistemische Wert von dem, was im Englischen so als Race Talk bezeichnet wird, in verschiedenen Bereichen, das heißt es in der Wissenschaft oder in verschiedenen Wissenschaften oder eben in der Öffentlichkeit. Es können eben Kosten und Nutzen jetzt der Identifikation von Individuen und Gruppen in Bezug auf, in Anführungszeichen, Rasse sein und die soziale Durchsetzung solcher Identifikationen. Es kann aber auch den Wert jetzt der Identitäten und der Gemeinschaften, die aufgrund dessen gebildet werden, betreffen. Und schließlich die Rolle, die Race Talk selber spielt, in entweder der Förderung oder der Unterminierung von Rassismus. Okay, wir sind jetzt auch beinahe an dem Punkt, wo ich so ein bisschen den eigenen Ansatz erläutert habe. Und das ist jetzt die Idee, dass wenn wir einmal den Streit über diese Frage in diesem deflationistischen Sinne verstehen, dann können wir auch sehen, warum eigentlich dieser Streit so umkämpft ausgetragen wird. Weil dann die Idee ist, dass die Leute gar nicht primär über Tatsachenfragen streiten. Über Tatsachenfragen sind die Leute sich oft sogar sehr, sehr einig. Worüber sie streiten ist, wie sollen wir diese Begriffe eigentlich auffassen? Und es sind diese Auffassungen, die hier zum Gegenstand des Streits gemacht werden. Trotzdem ist es so, dass es jetzt bei einem solchen Streit nicht um einen bloßen Streit um Worte geht. Es ist nicht einfach nur, es ist nicht sozusagen gleichgültig jetzt, wie wir jetzt diese Begriffe auffassen, weil das eben verschiedene theoretische und praktische Konsequenzen haben kann. Und ob wir jetzt diese praktischen Konsequenzen oder auch theoretischen Konsequenzen gut finden oder schlecht finden, hat ganz entscheidend mit unseren Werten und Zielen zu tun, die selbst wiederum umkämpft sein können, also damit auch selber zum Gegenstand der Auseinandersetzung werden können.
Und das heißt, das ist sozusagen der Vorschlag, von dem ich jetzt im Folgenden ausgehen werde, dass wir jetzt den Streit jetzt über den Begriff der Rasse als eine Aushandlung deuten sollten. Welche Wort-Begriff-Verknüpfung wollen wir eben nach Maßgabe unserer Ziele und Werte verwenden? Und das ist jetzt sozusagen die Frage, die ich gerne im Folgenden beantworten möchte oder zu deren Beantwortung ich auf jeden Fall beitragen will. Gut, dann kommen wir doch zum großen braunen Elefanten im Raum. Erst einmal kann man sagen, dass diese Art von Streit typischerweise rote Linien kennt. Ja? Das heißt, wenn wir streiten, dann können wir oft glauben, dass es Elemente gibt jetzt in der Bedeutung eines Ausdrucks, die wir für unverhandelbar halten. Diese roten Linien können eben bedingt sein durch verschiedene Faktoren, nicht die Konnotationen oder die affektiven Wirkungen, die ein Ausdruck auf uns hat. Und genau diese Faktoren variieren wiederum, je nachdem, in was im sozialen, historischen Kontext wir uns befinden. Und in diesem Fall sprechen wir natürlich über einen ganz bestimmten Kontext, nämlich den Deutschlands. Und es liegt auf der Hand, wie man an der konsternierten Reaktion Habermasens schon sehen kann, dass dieser Kontext einer ist, der eben sehr stark durch die Geschichte des Nationalsozialismus und eben der rassistischen Ideologie dieser Zeit geprägt ist. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Studie das auch einigermaßen gut herauszuarbeiten erlaubt. Und damit kommen wir jetzt eben zu der Frage, wie ist es denn jetzt ganz genau mit Race einerseits und Rasse andererseits? Und diese Frage haben wir versucht in unserem Projekt anhand von zwei empirischen Untersuchungen zu beantworten. Nämlich einerseits, wie reden Leute in den USA und in Deutschland über Race und über Rasse? Und wie denken sie darüber? Und das haben wir eben anhand von zwei Studien gemacht, nämlich einer sogenannten Korpusanalyse, in der wir uns eben den Gebrauch dieses Ausdrucks und die Assoziation dieses Ausdrucks mit anderen Ausdrücken anschauen, und zwar in beiden Sprachen. Und das machen wir eben auf der Grundlage von verschiedenen Tageszeitungen eben in den USA und in Deutschland. Und dann andererseits anhand von Umfragen, anhand derer wir versuchen herauszufinden, was eigentlich die Einstellungen von Sprecherinnen zum Begriff der Rasse sind. Und dieses Projekt ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Meine Kollegin und mein Kollege Leda Berio und Benedikt Kenya Damte wurden ja schon erwähnt, aber wir haben ein ganzes Team von Leuten. Wir könnten das alleine gar nicht machen. In diesem Fall haben wir eine Linguistin und einen Linguisten noch mit an Bord, Kurt Erbach und Esther Seifert. Und dann noch einen Psychologen und einen experimentellen Philosophen, also Alex Wiegmann und Steffen Koch. Okay, dann komme ich schnell zu dem ersten Experiment, das wir gemacht haben. Und die Idee ist die folgende. Eine Überlegung, der wir oft begegnet sind in Alltagsgesprächen über jetzt, warum es sich irgendwie mit Race und Rasse verschiedentlich verhält, ist, dass viele Leute glauben, ja, Race, das bezieht sich eher auf was Soziales. Das lässt sich viel eher in so einem sozialkonstruktivistischen Sinn verstehen, wohingegen Rasse so sehr viel klarer was Biologisches ist. Und deswegen ist es unterschiedlich. Deswegen beispielsweise entlehnen manche Leute den Ausdruck Race ja auch gerne aus dem Englischen, auch im deutschen Sprachgebrauch, weil sie glauben, dass es in dieser Hinsicht irgendwie unverfänglicher sei. Und tatsächlich war es ja auch so, dass eine ursprüngliche Version des Titels Race als Analysekategorie war. Und so im Lichte jetzt, so manche der Resultate, neige ich dazu, so ein bisschen skeptisch dieser Lösung gegenüber zu sein. Und es gibt einen einigermaßen etablierten Weg herauszufinden, ob Leute bestimmte Kategorien eben für biologisch halten oder nicht. Man kann natürlich darüber streiten, ob das der beste Weg ist. Mit Sicherheit ist nicht der beste Weg, die Leute einfach zu fragen. Das werden Sie als Sozialwissenschaftlerin ja auch eh gut genug wissen. Sondern die Idee ist eher, dass wenn Menschen eine bestimmte Kategorie, sei das sowas wie Tiger oder Adler oder Sachen dieser Art, zum Beispiel für Spezies, wenn die diese Kategorie für eine biologische Kategorie halten, dann sind die sehr stark geneigt, diese Kategorie für, wie es heißt, induktiv zu halten. Dass sie für induktiv halten, heißt so viel wie, dass sie geneigt sind, darauf zu schließen, dass andere Angehörige derselben Kategorie eine bestimmte Eigenschaft auch haben werden, die sozusagen das Exemplar, mit dem sie jetzt primär zu tun haben, in diesem Fall auch hat. Und
je mehr Leute geneigt sind, das so zu sehen, umso mehr so die Hintergrundtheorie halten sie die relevante Kategorie für eine, die biologisch ist. Und es gibt eine Studie eben von Edouard Macherie und Luc Fauché, die versucht hat, das anhand das in den USA bereits zu machen. Und unsere Idee war eben, dass wir diese Studie replizieren und versuchen eben auf Menschen in den USA und in Deutschland anzuwenden. Und die Idee war jetzt hier, dass wir eben den deutschen und den US-amerikanischen Teilnehmerinnen nach dem Zufallsprinzip eine von zwei Bedingungen zuweisen. Diese Bedingungen heißen jetzt eben same und different. In diesen beiden werden drei Szenarien präsentiert. Black, Asian and Social heißen diese drei Szenarien. Und hier haben wir dann eben sozusagen zwei Länder, Deutschland und USA. Und dann schauen wir nochmal zwischen den Bezugspersonen. Und dann haben wir, schauen wir jetzt, gehören Leute derselben Gruppe zu oder verschiedenen, das ist same versus different. Und dann vergleichen wir jetzt diese Racial Categories eben nochmal mit so ganz offensichtlich sozialen Kategorien, zum Beispiel sowas wie, sind die Leute im selben Fußballteam oder sowas in der Art. Und die Idee ist, im Fall des Fußballteams, wenn die nicht geneigt seien, das für sehr induktiv zu halten, wohingegen im Falle jetzt von so Racial Categories werden sie das schon sehen. Das war dieser Fall, deswegen war jetzt sozusagen das soziale Szenario, das Team-Szenario, sagen unser Kontrollvergleichsszenario. Und das ist die Idee, das soll eben nichts mit Race oder Rasse zu tun haben. Okay. Um es kurz zu veranschaulichen, hier ist das Beispiel, mit dem wir gearbeitet haben. Das ist eines jetzt eben von den dreien. Das Beispiel Black, da heißt es eben auf Englisch, und Sie müssen sich vorstellen, auf Deutsch ist es sozusagen das Gleiche. Steve is a young black male using a new technique. Doctors have recently found that Steve carries a previously unknown gene, XOR. Es ist wichtig, dass das Gen sozusagen fiktiv ist, damit die Leute nicht durch irgendwelche tatsächlichen Forschungsergebnisse da irgendwie beeinflusst sind. On his chromosome 17. Und dann gibt es eben in der Gruppe Same, haben wir Carl is another black male, also gehört derselben Kategorie zu. In Different haben wir dann Carl is a young white male. Und dann fragen wir die Leute eben, according to your intuition, how likely is it that Carl also carries the gene XOR on his chromosome 17? Use the scale below. Und dann mussten die Leute eben sozusagen ihre Intuition auf einer Liste angeben, die eben von sehr unwahrscheinlich bis hin zu sehr wahrscheinlich reichte. Das Gleiche haben wir eben nochmal durchgespielt, eben noch für andere Gruppen. Das liegt auch teilweise daran, dass in der Ursprungsstudie es sogar so ist, dass die Leute sehr anders zu reagieren schienen, wenn es um schwarze Menschen ging, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie sozusagen da so geprimed wurden, sehr sensitiv waren für antischwarzen Rassismus und dann eher geneigt waren, die Induktivität runterzuspielen. Das ist ganz interessant eigentlich an der Stelle. Und dann, deswegen haben wir sozusagen da noch einen weiteren Vergleich mit reingepackt und dann eben die als Kontroll- oder als Vergleichsszenario eben eines, bei der Thomas jetzt hier ein junger Fußballspieler ist. Wir fragen uns eben auch, haben jetzt die Leute aus demselben Team auch dieses Chromosom? Und ich springe einfach mal ganz schnell zu dem, was eigentlich am spannendsten ist. Hier sollten die Leute jetzt in der Same und Different Kategorie jeweils angeben, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass jetzt andere Leute aus derselben Gruppe dieses Chromosom haben. Und hier kann man zum Beispiel ganz schön sehen, dass in den USA Leute tatsächlich eher geneigt waren, die Kategorie für induktiv zu halten. Also zu glauben, dass man das eben auf andere, in diesem Fall vor allem auf schwarze Menschen, anwenden kann. Und eben natürlich deutlich weniger, wenn sie verschieden waren. Genau, das ist erstmal so ein besonders interessantes erstes Resultat. Das heißt, man kann sagen, dass in den USA diese Rassekategorien für die Leute eben so ein gewisses biologisches Induktionspotenzial haben. Das heißt, dass die Teilnehmerinnen es für wahrscheinlich erhielten, dass zwei Personen, die durch dieselbe Rassekategorie beschrieben werden, ein Gen teilen, als dass es bei zwei Personen, die es unterschiedlichen sogenannten Rassekategorien beschrieben werden, das tun. Und interessant ist, dass es in Deutschland nicht so ist. Wir waren sehr überrascht von diesem Resultat. Wir hatten eigentlich gedacht, ja, also ich meine, wenn jemand so richtig biologistisch drauf ist, dann doch die Deutschen. Stellt sich raus, interessanterweise sind sie es weniger als Menschen in den USA. Sie schreiben diesen Kategorien tatsächlich kein induktives Potenzial zu. Das heißt, sie halten es nicht für wahrscheinlicher, dass zwei Personen, die dieselbe sogenannte Rassekategorie beschrieben werden, eben ein Gen teilen, als es, wenn sie durch unterschiedliche, als es der Fall wäre, wenn sie durch unterschiedliche solche Kategorien beschrieben werden. Und wir wollten eben irgendwie so ein bisschen
weit auf die Sprünge gekommen. Wir haben gedacht, kann es jetzt wirklich sein, dass jetzt Leute in Deutschland da so viel aufgeklärter sind und das einfach so viel besser drauf haben? Oder gibt es möglicherweise andere Erklärungen dafür? Und wir haben so einen Verdacht, den wir noch ein bisschen weiter erhärten wollen, aber den wir jetzt schon mal ein bisschen explorativ erkundet haben. Und explorativ haben wir erstmal einfach Leute gefragt, haben den zwei Seiten vorgelegt. Das ist übrigens ein bisschen auch inspiriert durch die DECIM-Studie. Und haben erstmal Leute in den USA gefragt, ihre Zustimmung oder Ablehnung zu diesen Aussagen anzugeben. Und das sind eben die Aussagen, es gibt menschliche Rassen. Dass zwei Menschen verschiedenen Rassen angehören, bedeutet, dass es einen wichtigen biologischen Unterschied zwischen ihnen gibt. Dass zwei Menschen verschiedenen Rassen angehören, bedeutet, dass es einen wichtigen kulturellen Unterschied zwischen ihnen gibt. Dass eine Person schwarz und eine Person weiß ist, bedeutet, dass sie verschiedenen Rassen angehören. Und dann weiter, Karl ist ein junger schwarzer Mann, Peter ist ein junger weißer Mann. Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht? Karl und Peter gehören verschiedenen Rassen an. Karl und Peter gehören verschiedenen ethnischen Gruppen an. Karl und Peter haben unterschiedliche Hautfarben. Karl und Peter haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Und hier finden wir auch wieder ziemlich frappierende Resultate. Nämlich, wie Sie sehen können, mit Blick auf die Frage, ob es menschliche Rassen gäbe, gibt es einen ziemlich drastischen Unterschied zwischen Leuten in Deutschland und in den USA. Und eigentlich auch bei all diesen anderen Fragen ist es so, dass Menschen in den USA doch sehr viel entspannter zu sein scheinen mit Race Talk, als dass es Leute in Deutschland sind. Da denken vielleicht einige von Ihnen, aber wir fanden es nochmal interessant, das so zu sehen. Unsere alternative Erklärung war jetzt nicht unbedingt, dass Leute in Deutschland glauben, dass Rasse jetzt in geringerem Maße irgendwie eine biologische Kategorie sei, sondern dass es einfach gar nicht existiert. Und wenn es natürlich in der Kategorie nicht existiert, dann kann man sie auch nicht für induktiv halten. Das war unsere vorläufige Erklärung. Das ist etwas, das wir uns noch etwas näher ansehen wollen. Genau. Interessant ist auch hier, Menschen in den USA sehr stark geneigt, wenn man sagt, jetzt eben zum Beispiel, hier ist eine Person schwarz, eine Person ist weiß, in den USA sehr stark geneigt zu sagen, sie gehören verschiedenen Rassen an, in Deutschland überhaupt nicht. Es ist etwas milder, wenn wir über ethnische Gruppen reden. Wenn wir einfach über Hautfarben reden, ist es fast das Gleiche. Und wenn sie verschiedene kulturelle Hintergründe haben, ist es wieder etwas ausgeprägter in den Staaten. Okay, also ganz platt die Analyse. Leute in Deutschland scheinen sehr viel weniger an die Existenz von Rassen zu glauben als Leute in den USA. Das heißt, sie neigen eben nicht dazu, solche vermeintlich rassischen Kategorien, also sowas wie schwarz, weiß, für unterschiedliche Rassen zu halten. Aber man muss dann einfach sagen, diese Studie basiert im Augenblick noch auf Spekulationen und wir müssen das alles noch ordnungsgemäß registrieren. Das war erstmal eine explorative Studie. Das heißt, diese Ergebnisse sollten Sie erstmal mit einer gewissen Vorsicht genießen. Okay, kommen wir zu dem nächsten Teil und dieser Korpusanalyse. Das heißt, in dem ersten Teil haben wir uns angeschaut, wie denken die Leute eigentlich darüber? Jetzt wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie gebrauchen Leute eigentlich die Worte in diesem Fall. Und wir haben uns dafür eben so zwei Standardkorpora angesehen. Das ist das sogenannte DERICO, das deutsche Referenzkorpus eben für die deutsche Sprache. Das ist eine ganz große Zahl von Zeitungsartikeln, die man hier findet. Das ist akademische Artikel, das kann aber auch Prosa sein. Da sind 25 Milliarden Wörter drin und das erstreckt sich über einen großen Zeitraum, wobei wir uns jetzt drei Jahrzehnte vor allem ansehen. Also die 2000er, 10er und 20er und dann eben die 1990er. Für amerikanisches Englisch haben wir uns das COCA angesehen, das Corpus for Contemporary American English. Das ist ein bisschen kleiner, also ein gutes Stück kleiner. Es hat nur 1 Milliarde Wörter, aber ja 20 Millionen Wörter eben aus diesen Jahren 1990 bis 2017. Dazu gehört gesprochenes, Belletristik, populäre Zeitschriften, Zeitungen, akademische Texte, genau, TV- und Filmuntertitel und Blogs. Wie gesagt, drei Jahrzehnte haben wir uns ein bisschen näher angeschaut und schauen eben nach zeitlichen, geografischen, kulturellen Unterschieden. Wir haben uns fokussiert auf Tageszeitungen, weil wir einfach was einigermaßen Vergleichbares haben wollten. Es ist natürlich eigentlich nochmal ziemlich spannend, wenn man jetzt auch Wikipedia oder Reddit oder sowas hinzuziehen könnte. Man würde natürlich sehr viel darüber herausfinden, wie Leute so wirklich denken und nicht auf so eine eher zivilisierte Art, wie sie sich in Zeitungen ausdrücken. Aber wir wollten die Vergleichbarkeit gewährleisten. Und dann bilden wir sogenannte Kolokate. Das heißt, wir schauen, welche Wörter kommen links und rechts des Wortes Rasse besonders häufig vor. Und machen dann wiederum Stichproben, indem wir so ein paar zufällige Beispielkontexte einführen.
und lassen natürlich einige Sachen auch da raus. Wir haben versucht, das eben zu kategorisieren, auf welche Art und Weise Leute darüber reden. Ich werde jetzt nicht super viel dazu sagen, aber die Idee ist erstmal, dass die Wörter, die oft damit assoziiert sind, oft so menschliche Arten betreffen, also so andere Kategorien. Ja. Das können eben Sachen sein wie Religion, Geschlecht, in Verschiedenheit, Klasse, Nationalität, Zugehörigkeit. Oder es wird einfach über den ganzen Bereich des Menschlichen gesprochen, sondern als eigenem Diskursgegenstand. Also das finden wir im deutschen Kontext sehr viel. Natürlich menschlich, menschliche Rasse sozusagen, Volk, Züchter und sowas. Dann eben die Idee, dass wir sozusagen Unterkategorien von Menschen haben. Ja, es ist unangenehm, das aufzulisten, aber spielt im deutschen Kontext eine ziemlich große Rolle. Eben sowas wie arisch, weiß, nordisch, das sind Sachen, die ziemlich häufig im Deutschen vorkommen tatsächlich. Ob das irgendwie in Beziehung gesetzt wird zu dem Äußeren. Ja. Das ist einmal auf Tiere bezogen, es gibt ziemlich viel im Deutschen natürlich über Tiere, deswegen die Rede von Farbschlag, aber es geht auch um sowas wie Hautfarbe oder eben weiß. Dann wird Menschen sozusagen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu solchen Gruppen werden bestimmte Dinge zugeschrieben. Ja, also eben jetzt, wenn wir über den Bereich des Menschlichen und nicht über Tiere reden, dann eben sowas wie Überlegenheit, gefährlich, Ungleichheit, Minderwertigkeit und so weiter. Ob jetzt hier auf verschiedene Weise differenziert wird oder aber, ob das in Beziehung gesetzt wird, wiederum zu anderen eher sozialen Faktoren, sowas wie die Herkunft, die Nation, Kultur, Abstammung, darüber kann man streiten, Sprache, sogenannte Heimat, den Glauben, die Zugehörigkeit und dann am Ende biologische Markierungen. Okay. Eine andere Sache, die wir uns angeschaut haben, ist die Kontexterfassung. Wie haben die Leute jetzt darüber geredet? Auf welche Art und Weise haben sie jetzt gewertet? Haben sie jetzt diskriminierend oder entfremdet darüber geredet? Haben sie kritisch, aber nicht diskriminierend darüber geredet? Haben sie eher unterstützend und wohlwollend geredet oder eher neutral? Das ist natürlich sozusagen der qualitative Aspekt jetzt dieser Studie. Und dann haben wir noch ein bisschen was ergänzt, weil uns das hilfreich zu sein schien, haben sie eben nur passiv unterstützend oder zum Beispiel gegensätzlich darüber geredet, im Sinne von, dass jetzt hier verschiedene Einstellungen einander gegenübergestellt wurden, aber die eigene Position sozusagen als neutral dargestellt wurde. Haben sie einfach da mehrere Sachen als neutral, kritisch oder eben diskriminierend bezeichnet oder haben sie eben eher auch ein bisschen unterstützend mehrere Sachen angegeben, genau, in denen sie eben neutral, passiv unterstützend oder sich unterstützend dazu verhalten. Und was uns dabei interessiert, ist jetzt sowohl jetzt die Haltung jetzt der Autorin, des Autors dieser Teile und eben die Haltung, die da berichtet wird. Okay, also wie man hier sehen kann, ist es schon, was ziemlich ausgeprägt ist jetzt hier, ist, dass es ziemlich stark assoziiert wird mit anderen menschlichen Arten. Ne? Also was wir eben hatten, Religion, Nation, all die Art und Weise, Geschlecht, in denen wir Menschen oft typischerweise kategorisieren. Und das im Englischen noch sehr viel ausgeprägter als im Deutschen. Aber richtig spannend wird es eigentlich an dieser Stelle hier. Zum einen sehen wir, wie gesagt, hier kann man ganz gut sehen, dass es hier ausgeprägter ist. Aber ein anderer großer Unterschied ist zum Beispiel, dass jetzt dass eine Domäne von Race ausgemacht wird. Also, dass es selber Gegenstand des Diskurses ist. Das ist in den USA extrem ausgeprägt. Leute reden einfach viel über Race. Ja? Viel, viel mehr, als man sehen kann, als in Deutschland. Das spiegelt natürlich einfach wieder, dass das Thema selber im deutschsprachigen Raum dass das Thema im deutschsprachigen Raum tendenziell tabuisiert ist und einfach deswegen auch verhältnismäßig wenig thematisiert wird. Die meisten von Ihnen, das ist immer das Ding mit so Korpusanalysen, nicht? Die meisten von Ihnen können sich das eh schon denken, viele dieser Resultate. Ja? Es ist einfach nur interessant, das mal so auf diese Art und Weise erhärtet zu sehen. Eine andere Sache, die ziemlich spannend ist, sind die verschiedenen Einstellungen, die Leute haben. Und wie man jetzt sehen kann, im deutschsprachigen Raum überwiegend neutral, ein bisschen kritisch, aber ich glaube, ein super spannender Unterschied ist eben, dass die unterstützenden Haltungen jetzt sowohl passiv als auch aktiv in den USA viel ausgeprägter sind. Das heißt, Leute reden viel mehr
über Race als eine Sache, die sozusagen positiv ist. Ja, also man denkt sich an sowas wie uplifting the race oder sowas in dieser Art. Und das ist nahezu abwesend im deutschsprachigen Kontext. Das heißt, im deutschsprachigen Kontext wird das tendenziell entweder als was Neutrales oder aber als eher was Schlechtes behandelt, um es ein bisschen plakativ zu formulieren. Hier hat man nochmal das etwas differenziertere Bild, aber ich glaube, es reicht erstmal so ein bisschen, diesen groben Eindruck zu vermitteln. Auch das ist jetzt nicht so stark verschieden in diesem Fall. Es wird ein bisschen mehr in Verbindung mit Rassismus darüber gesprochen, aber hier sind die Unterschiede nicht ausgeprägt. Ich finde ja diesen Teil besonders awkward, nämlich wenn es darum geht, über welche Gruppen hier eigentlich gesprochen wird. Und eine Sache, die natürlich ganz stark auffällt, wenn Sie auf die rechte Seite schauen, auf Orange, der Kontext, in dem hauptsächlich das Wort Rasse vorkommt, ist natürlich dann, um über die arische Rasse zu reden. Also was man hier sehr, sehr klar sehen kann, es ist eine extrem starke Assoziation einfach dieses Ausdrucks Rasse mit dem Denken des Nationalsozialismus gibt. Und auch das kann man sich natürlich erstmal denken, aber auch hier ist es einfach schön zu sehen, dass sich das in der Art und Weise, wie dieser Ausdruck gebraucht wird, einfach ganz klar widerspiegelt. Wir hatten zum Spaß sogar überlegt, eine eigene Kategorie Nazi zu haben, weil das so oft in Verbindung mit Nazi vorkam, dass, ja, es war sehr auffällig, tatsächlich. Okay, das sind erstmal so ein paar Resultate dieser Studie, wie wir sie bisher haben. Und dann stellt sich jetzt im Anbetracht dessen, wenn wir jetzt sagen, dass dieser Streit, den wir führen über diesen Ausdruck, eben diese Art der Aushandlung dieses Ausdrucks ist, wie wollen wir den verwenden? Wollen wir ihn überhaupt verwenden? Und nach Maßgabe welcher normativen Gesichtspunkte wollen wir das tun? Dann stellt sich jetzt einfach die Frage, okay, wir haben jetzt diese Daten, die könnten vielleicht so ein paar unserer roten Linien auch mitbestimmen. Und wie könnten wir jetzt damit umgehen? Und im Groben kann man zwei normative Positionen hier unterscheiden, die man einerseits als Konservationismus, ich will das jetzt vom Konservatismus unterscheiden, weil sagen das erstmal nichts zu tun hat mit dem politischen Konservatismus und eher damit, dass man einen bestimmten Sprachgebrauch bewahren will, einerseits und dann den Eliminativismus auf der anderen Seite. Das ist ganz grob formuliert die Idee, dass man den Ausdruck halt loswerden sollte. Für Ersteres gibt es verschiedene Paradigmen und da gibt es eben verschiedene Spielarten von. Die eine könnte man als rekonstruktionistisch bezeichnen, die andere als nicht rekonstruktionistische. Und die rekonstruktionistische Version, das wäre im Grunde die Version, die in den USA, in den Sozialwissenschaften, auch in der Philosophie sehr verbreitet ist. Nämlich die Idee, mit diesen Racial Categories beziehen wir uns letztlich auf soziale Konstruktionen, nämlich auf rassifizierte Gruppen. Das heißt, wir rekonstruieren diesen Ausdruck derart, dass er sich jetzt eben nicht mehr auf biologische Arten beziehen soll, sondern auf soziale Arten beziehen soll. Und das ist jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt, uns jetzt auch die juristische Diskussion ansehen, das ist beispielsweise die Position, die von Cengiz Barskamas vertreten wird. Die kann man sozusagen auf diese Art und Weise einordnen. Nur ein hier prominentes Beispiel auch dafür zu geben. Es gibt in der Geschichte der Wissenschaften ganz viele Beispiele für solche erfolgreichen Rekonstruktionen. Ich werde gleich noch ein bisschen darauf eingehen. Eins, das relativ neu ist, nämlich aus den 2000ern noch, ist das Beispiel Planet. Wie Sie wissen, ist Pluto seit, glaube ich, 2004 oder so kein Planet mehr. Das liegt daran, dass sich dann die Astronomen sozusagen entschieden haben, verhandelt haben über diesen Begriff des Planeten und dann sozusagen als eine Bedingung dafür, Planet zu sein, dann mit eingeschlossen haben, dass dieser die eigene Umlaufbahn sozusagen leergeräumt haben muss. Das trifft auf Pluto nicht zu, deswegen ist Pluto leider kein Planet mehr. Das ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Rekonstruktion. Ein anderes ist der Begriff der Ehe, der natürlich historisch gesehen sozusagen eine Einheit von Frau und Mann sein sollte, jetzt aber natürlich genauso Mann und Mann, Frau und Frau und so weiter sein kann. Die eliminativistische Position ist ziemlich interessant, weil natürlich der Verdacht jetzt besteht, anhand dessen, was wir untersucht haben, dass das auch im deutschsprachigen Kontext eher die vorherrschende Position ist. Lieber loswerden, lieber gar nicht über Rasse reden. Und dafür gibt es auch witzige Beispiele aus der Geschichte der Wissenschaften. Eines davon ist Phlogiston. Das ist, weiß ich, haben Sie schon mal von Phlogiston gehört? Liegt daran, dass die Innovation ziemlich gut geklappt hat. Ja. Ist jetzt inzwischen einfach ersetzt worden, letztlich durch Sauerstoff. Ich sage gleich mal ein bisschen mehr dazu. Ein anderes Beispiel wäre der Ausdruck Hexe, von dem wir jetzt, der insofern interessant ist, als dass wir durchaus ja noch manchmal von Hexe reden. Es ist nicht so wie Phlogiston, dass es komplett aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist, aber so die Deutung, in bestimmten Kontexten würden wir es für unmoralisch halten. In anderen, zum Beispiel wenn wir sagen wollen, die Hexenprozesse von Salem waren ungerecht, finden wir es nach wie vor in Ordnung. Also, kommen wir zu dem ersten
Modell hier, Atom. Sie sehen hier ein Rutherfordsches Atommodell, etwas stilisiert. Das liegt daran, dass Rutherford, dass man natürlich jetzt sozusagen seit Demokrit gedacht hat, also seit dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, gedacht hat, dass es diese fundamentalen Teilchen geben müsse, die selber unteilbar sind, deswegen auch als Atome bezeichnet. In diesem Sinne steckt es im Wort. Und dann, ich glaube 1918 oder so, mit dem Rutherfordschen Atommodell kam erstmal die Idee auf, dass die Atomkerne selber nochmal aus anderen Teilchen bestehen. Und sprich, wir haben diesen dramatischen Moment, in dem wir erstmals ein Atom teilen. Und jetzt stellt sich die Frage anhand dieser begrifflichen Revolution, wie gehen wir jetzt denn damit um? Und in gewisser Weise haben dann sozusagen in den Jahren jetzt zwischen 1917 und 1919 Leute darüber verhandelt, sollen wir jetzt einen neuen Ausdruck einführen, wenn das, worauf sich das ursprünglich bezieht, sich doch gar nicht als unteilbar herausgestellt hat, oder sollen wir die Bedeutung dieses Ausdrucks verwenden, sollen wir diesen Ausdruck rekonstruieren, so dass er eben sich jetzt auf das bezieht, was auf eine sehr wirksame Art und Weise doch teilen lässt. Okay, kommen wir als nächstes zu dem Beispiel Phlogiston. Hier gibt es kein Bild, weil Phlogiston gibt es nicht. Zumindest haben wir uns inzwischen darauf geeinigt, aber natürlich jetzt nach Maßgabe dessen, was ich jetzt bisher gesagt habe, war die Idee eigentlich ziemlich ähnlich zu der Situation mit dem Atom. Ja? Also Phlogiston war das, was lange Zeit angeführt wurde, um zu erklären, wie es zur Verbrennung kommen kann. Die Idee war, dass alles aus verschiedenen Arten von Erde besteht und zum Beispiel Holz eben aus diese Erde, die dann später als Phlogiston bezeichnet wurde, und Asche besteht. Und wenn man etwas anzündet, dann wird eben dieses Phlogiston freigesetzt und das erklärt letztlich die Verbrennung. Das war noch im 18. Jahrhundert die Theorie von Verbrennung, die Leute hatten, bis eben, und das, hier ist die Parallele, bis eben auf einmal Sauerstoff entdeckt wurde und dann auch festgestellt wurde, dass Sauerstoff immer in Verbrennungsprozessen involviert wurde und dazu noch Sauerstoff noch viel besser erklären konnte. Lavoisier war derjenige, der das entdeckt hat. Wie es eigentlich kommen kann, dass bei Oxidierungsprozessen zum Beispiel Sachen, weil zum Beispiel Rosten auch eben so beschrieben wurde, dass Phlogiston daran involviert war, dass Sachen aber doch schwerer wurden, obwohl doch eigentlich Phlogiston freigesetzt werden müsste. Sauerstoff erklärte das sehr, sehr viel besser. Und jetzt standen die Leute auch eben an diesem Scheideweg. Sollen wir jetzt den Ausdruck Phlogiston sozusagen neu verwenden, so dass er sich auf Sauerstoff bezieht, oder sollen wir ihn loswerden? Wie Sie merken, ist die Geschichte so gelaufen, dass wir Phlogiston losgeworden sind. An diese Stelle dessen ist eben Sauerstoff getreten und das ist sozusagen ein Fall einer Begriffsersetzung. Das wäre jetzt gewissermaßen das Modell, so wie jetzt das Atommodell, das Modell ist für die Sozialkonstruktivistin, ist jetzt das Phlogiston-Modell, das ein Standardmodell eben für die die Elementaristinnen, denken Sie an den Artikel, den Aminata Touré und Robert Habeck in der Taz veröffentlicht haben, die sagten, es gibt keine Rassen, es gibt nur Menschen. Das ist sozusagen das Modell, das jetzt hiermit gemeint ist an dieser Stelle. Das heißt, wir verwenden diesen Ausdruck für gar nichts mehr in der Welt, so wie im Falle auch von Phlogiston. Dann kommen wir jetzt zu dem dritten Modell, das ist eben das der Hexe. Das wird normalerweise auch als Paradigma für Elimination angeführt. Aber das Beispiel ist interessant, weil eben anders als Phlogiston, wie den Ausdruck noch, der Ausdruck sogar noch geläufig ist. Und es die Art der Begründung, die man vielleicht dafür anführen würde, ihn nicht mehr zu verwenden, auch selber eine andere Art ist. In einer sehr schönen, wie ich finde, Analyse von einem Philosophen, Daniel Warnock, vergleicht er eben diesen Ausdruck Hexe und glaubt, dass man Race ebenso verwenden sollte, mit Slurs. Ja, die Idee ist sowas wie, dass es halt unmoralisch wäre, in bestimmten Kontexten Menschen als Hexe zu bezeichnen. Was aber nicht heißt, dass es nicht andere Kontexte gibt, in denen wir das sehr wohl verwenden können, beispielsweise wenn wir über Hexenverbrennungen oder sowas in dieser Art reden wollen. Auch da hätten wir, als wir einmal festgestellt haben, dass Menschen keine übernatürlichen Fähigkeiten haben, sagen können, ja, es gab diese Gruppe von Leuten, wir nennen jetzt einfach mal hexisierte Gruppen, die auf eine bestimmte Art und Weise behandelt wurden, weil sie Frauen waren, darauf beziehen wir uns jetzt mit diesem Ausdruck. Oder wir ersetzen ihn durch den Ausdruck hexisierte Gruppe. Es ist ein bisschen anders gelaufen als das. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Modell, jetzt mit Blick auf das, was ich gerne jetzt im Folgenden vorschlagen würde. Und damit komme ich jetzt eben zu meinem abschließenden Ausblick. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Es ist knapp, ne? Genau. Es ist einfach jetzt sehr, sehr dicht. Ich will erst mal kurz sagen, es gibt ein gewisses Dilemma, glaube ich. Und das möchte ich einfach kurz umreißen. Das heißt einmal,
Wir haben gezeigt, wir glauben gezeigt zu haben, dass das Race und Rasse eigentlich nur geringfügig unterscheiden. Ja? Aber sie wirken unterschiedlich. Ich finde, ein Vergleich, den man dafür auch anführen kann, ist, dass im Deutschen Leute wenig Hemmung haben, über Leader, Leadership und sowas zu reden. Aber wenn man dann irgendwie sagte, dass jemand ihr Führer sei, fänden sie es vielleicht nicht mehr ganz so schön. Ja? Und ich glaube, hier ist es auch sehr ähnlich. Man kann sich natürlich fragen, wie verschieden sind ihre Bedeutungen. Die wirken auf jeden Fall sehr anders auf Leute. Das heißt, das Wort Rasse ist unbequem. Und das kann einem rekonstruktivistischen Ansatz im Wege stehen. Leute haben einfach Berührungsängste damit. Es gibt ein anderes Problem mit dem elementaristischen Ansatz. Und ich glaube, dieses Problem besteht klarerweise in Deutschland. Und das ist das, was man vielleicht als so colorblind Elementarismus bezeichnen kann, der eben schnell repressive Züge annehmen kann. Das heißt, wenn die Praxis der Elimination derart ist, dass wir mitsamt dem Ausdruck auch den Begriff loswerden, nämlich einen bestimmten Begriff, den wir benötigen, um überhaupt über systematische Diskriminierung und Unterdrückung zu sprechen und sie zu erfassen. Ja? Und zwar sozusagen auf eben, wenn ich sage systematisch, dann meine ich sozusagen auf der Ebene von Typen. Wir wollen nicht einfach nur über einzelne Vorkommnisse reden, wir wollen darüber reden, sozusagen auf der Typebene liegt hier jetzt Diskriminierung oder Unterdrückung vor. Dann nehmen wir uns natürlich die Möglichkeit, überhaupt über diese systematische Unterdrückung angemessen zu sprechen. Das heißt nicht, dass man den Ausdruck Rasse dafür verwenden muss. Das heißt einfach nur, wir brauchen eine Kategorie. Wollen wir aber jetzt diese Kategorie, die ich jetzt hier meine, nämlich die in der rassifizierten Gruppe, jetzt eben auf diese Weise bezeichnen, mit einem solchen Neologismus, es gibt natürlich die Gefahr, dass das elitär ist und deswegen auch wiederum keinen Anklang finden kann. Die Frage ist wieder, können wir das erfolgreich in beiden Fällen überhaupt durchsetzen? Andererseits, die unbequeme Wirkung eben dieses Ausdrucks Rasse kann gerade erwünscht sein. Und dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Hier sind also abschließend drei Lösungen, die ich gerne vorschlagen würde, für verschiedene Kontexte. Das ist erstens tatsächlich die eliminativistische Lösung, und zwar die insbesondere, finde ich zumindest, für den sozialwissenschaftlichen Kontext. Hier ist es sozusagen nicht unüblich, dass wir uns Neologismen bedienen, finden wir an allen Stellen und insbesondere dann, wenn wir einfach glauben, dass der Alltagsbegriff einfach zu viel irreführende Dinge mit sich führt. Und hier ist es dann auch so wie wir Phlogiston durch Sauerstoff ersetzt haben oder vielleicht sogar durch H2O ersetzt haben, das wäre zum Beispiel, das man damit vergleichen kann. So könnten wir jetzt auch diesen Neologismus hier, glaube ich, verwenden. Wie auch in diesem Fall haben wir eine alternative Theorie. Ja, wir haben jetzt eine Theorie von Rassifizierung, mit der wir arbeiten. Ja. Und es ist wichtig zu betonen, wenn wir von Rassifizierung sprechen, hier, wir sprechen über Prozesse und Dinge, die selber als prozesshaft begriffen werden. Das heißt, ich finde es super, wenn es um sozialwissenschaftliche Forschung geht, skeptisch, wie es mit dem Alltagsdiskurs aussieht. Eine Sache, die mir natürlich viel begegnet, ist jetzt stattdessen den englischen Ausdruck Race zu verwenden. Zumindest im Licht dessen, was wir herausgefunden haben, neige ich dazu, das für wenig gewinnbringend zu halten. Es mag zwar so sein, ich glaube, das macht mich selber ein bisschen skeptisch, dass das die unbequemen Wortwirkungen vermeidet und dass Leute vielleicht auch deswegen ganz angenehm finden, aber jetzt in Anbetracht dessen, was wir herausgefunden haben, scheint mir fraglich, ob sie wirklich verschiedene Begriffe ausdrücken. Sie scheinen auf jeden Fall sehr viel näher beieinander zu liegen, als oft angenommen wird. Und deswegen ist meine Skepsis, dass eigentlich Race eher so eine Art Euphemismus ist, den wir gerade verwenden, um unbequeme Wortwirkungen zu vermeiden, aber dass sich sozusagen hier unter der Hand, eben auch bei anderen potenziellen Ersatzbegriffen auch, dann doch am Ende dasselbe wieder einschleicht. Und das müsste man natürlich im Einzelnen nochmal untersuchen. Hier ist eine Option, die ich selber noch ziemlich interessant finde, und das ist die, einfach von Rasse zu sprechen. Ich finde, das ist sozusagen nach dem Hexenmodell orientiert. Hier sozusagen dienen die Anführungszeichen einer bestimmten Art der Signalisierung. Sie signalisieren nämlich letztlich diese elementaristische Haltung. Wir reden darüber, als ob wir in der Welt wären, sozusagen, die annimmt, dass es diese biologischen Unterscheidungen gibt, die man bezeichnet werden soll. So wie wir darüber reden könnten, als ob es Hexen gäbe, wenn wir über die Unterdrückung von Frauen in diesem Kontext, historischen Kontext sprechen wollen. Das heißt, in gewisser Weise erwähnen wir den Ausdruck, ohne ihn zu gebrauchen. So wie man manchmal, darüber kann man streiten, manchmal Slurs erwähnen kann, ohne sie zu gebrauchen. Ist zugegebenermaßen nicht ganz unkompliziert. Aber, und das finde ich besonders interessant, man kann sich die unangenehmen Wortwirkungen zunutze machen.
die Tatsache, dass es ein unbequemes Wort ist, kann man eben nutzen. Und ich glaube, das ist gerade dann gut geeignet, wenn es darum geht, diesen, und das sage ich jetzt ein bisschen polemisch, auch gut deutsch, eher repressiv elementaristischen Konsens zu stören gilt. Ja. Ein Beispiel, darauf hat mich Doris Liebscher aufmerksam gemacht, ist eben, dass zum Beispiel in Deutschland schafft sich ab, Sarrazin eigentlich die ganze Zeit von Rasse sprach, aber dann halt von den Ausgebern gesagt wurde, sag mal lieber Ethnie. Und irgendwie klar ist, okay, es tritt einfach sozusagen ein Ersatzbegriff an die Stelle, aber wahrscheinlich hat er, übernimmt er sozusagen, bekommt er dieselbe Bedeutung in diesem Kontext, wie er verwendet wird, wie der der Rasse. Und ich glaube, wenn man dann stattdessen sagt, eigentlich geht es auch um Rasse, oder? Es ist eine ganz gute Art, sozusagen, das zu stören. Aber, wie gesagt, die Distanz ist trotzdem wichtig dabei. Und damit wäre ich fertig für jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen sehr dichten Vortrag. Hunderte von Nachfragen, für die wir jetzt in dieser Ausführlichkeit keine Zeit haben werden. Wir hören jetzt vor allem aber auch erstmal einen Kommentar. Du hast es ja schon gesagt, diese Diskussion wird auch, also die wird in den Sozialwissenschaften geführt, die wird in einer Fachöffentlichkeit geführt, die sich sozusagen der Thematik, wie man mit Rassismus umgehen sollte, auch auf politischer Ebene widmet. Das ist also die Streichung des Rassebegriffs ist ja eine Maßnahme auch im Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses. Aber es ist vor allem eben auch eine rechtswissenschaftliche Debatte, wo nochmal die Fronten zum Teil so ein bisschen anders verlaufen, eher in diesem Modell nach der ersten Formation, sage ich jetzt mal. Wir freuen uns sehr, dass wir auch jetzt einen rechtswissenschaftlichen Kommentar oder zumindest einen aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive einen Kommentar darauf hören werden von Doris Liebscher, die seit September 2020 die Ombudsstelle für das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz leitet. Sie ist, wie gesagt, Juristin und wurde promoviert mit einer Arbeit mit dem Titel Rasse im Recht, Recht gegen Rassismus, Genealogie einer ambivalenten Kategorie, die 2021 im Surkamp Verlag erschienen ist. Doris, wir freuen uns jetzt auf deinen Kommentar und haben im Anschluss ganz kurz Zeit für eine Diskussion. Ja, vielen Dank. Also wenn man jetzt das alles vor dem Computer verfolgen würde, würde man jetzt, glaube ich, erstmal schwarz stellen und kurz rausgehen. Wir haben jetzt lange zugehört, ich fand es wahnsinnig spannend. Ich hätte ungefähr noch eine weitere halbe Stunde zuhören können. Damit ich auch Ihre Aufmerksamkeit habe, mache ich jetzt einfach eine ganz, ganz kurze Lockerungsübung. Wer dafür ist, dass der Rassebegriff im Grundgesetz ersatzlos gestrichen ist, stehe bitte auf und strecke sich. Sollte der Rassebegriff im Grundgesetz ersatzlos gestrichen werden? Wer ist dafür, dass der Begriff geändert wird in ethnische Herkunft? Also Rasse weg, ethnische Herkunft, niemand. Und wer ist dafür, dass er durch irgendeine Variante, wer ist dafür, dass er durch Rasse in Anführungsstrichen ersetzt wird? Das ist total untypisch für Jura, aber ich finde, wir können ja auch mal kreativ sein. Ja, das wäre oder so. Ja. Und wer ist dafür, dass durch irgendeine Formulierung, in der rassistisch enthalten ist, zum Beispiel rassistische Diskriminierung oder rassistisch diskriminierte Gruppe ersetzt wird? Okay. Ah, interessant. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Eindruck. Genau, also so ungefähr, also ich glaube, die Juristerei ist nicht ganz so eindeutig bei der Position rassistische Diskriminierung. Diejenigen, die meine Beiträge kennen, wissen, dass ich dem auch sehr zugeneigt bin. Was ich jetzt in den nächsten 15 Minuten, und ich stelle mir mal hier schnell meinen Wecker, machen möchte, ich möchte ein bisschen dem Vortrag von Daniel James folgen,
und Ihnen ganz kurz einführen, wie denken eigentlich JuristInnen, wobei man da auch noch die Frage stellen muss, wie entscheiden eigentlich JuristInnen, weil das Besondere an der Juristerei ist ja nicht, dass wir, doch wir als RechtswissenschaftlerInnen können wir natürlich schon auslegen und verschiedene Argumente ablegen, aber spätestens, wenn man den Beruf des Richters oder der Richterin innehat, dann muss man eben irgendwas entscheiden. Das macht Jura und natürlich auch das juristische Wissen so besonders. Und dann möchte ich auch in dem dritten Teil auch nochmal die Frage stellen, welche verschiedenen Modelle, wir haben jetzt eigentlich die Modelle schon miteinander quasi dargestellt, wer denn diskutiert und was stehen da für Argumente im Raum. Warum ist es wichtig, nicht nur interessant, sondern auch wichtig, sich überhaupt mit Recht und Rasse und Rassismus zu beschäftigen? Weil Recht ein überaus wirkmächtiger Diskurs ist. Wenn wir uns vorstellen, dass morgen das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung veröffentlichen würde, in dem definiert wird, was Rasse ist, das ist bislang noch nicht geschehen, dann wäre das sehr schnell in unseren Medien, in unseren Schulbüchern und quasi in auch in unserem Alltagswissen. Wenn wir uns vorstellen, und das wünsche ich mir, dass das Bundesverfassungsgericht in den nächsten Jahren irgendwann mal entscheiden würde, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße und deswegen sind Quoten von migrantisierten und rassifizierten Menschen nicht nur zulässig, sondern auch geboten, dann würde das eine heftige und nachhaltige gesellschaftliche Debatte mit sich bringen. Das liegt daran, dass das Recht so wirkmächtig ist, dass, wie gesagt, ich schon gesagt habe, entschieden werden muss, aber dass das Recht auch, wie die Naturwissenschaften, mit einem spezifischen Objektivitätsanspruch operiert. Den kann man aus kritisch-juristischer und muss man aus kritisch-juristischer Perspektive auch immer kritisieren, aber der ist da. Und der enthält so ein bisschen das Versprechen, dass das, was das Recht macht und sagt, dass das wahr ist. Ja, das ist wieder die Entscheidung. Zweitens gibt uns das Recht natürlich auch darüber Auskunft, welche Werte und Normen in einer Gesellschaft geteilt und welche diese Gesellschaft zu folgen bereit ist. Denn drittens, Recht kommt natürlich auch mit dem staatlichen Gewaltmonopol um die Ecke. Das heißt, es kann auch durchgesetzt werden. Und das macht es noch einmal viel wirkmächtiger. Das alles führt dazu, dass rechtliches Wissen eben ein sehr, sehr hohes Ansehen und ich würde sagen, eine größere Legitimität besitzt als Alltagswissen. Zugleich, und das ist weniger bekannt, bedienen sich aber Juristinnen natürlich auch alltäglichen Wissens. Und das merken wir insbesondere, wenn es darum geht, den Begriff der Rasse, der ja kein Rechtsbegriff ist, sondern ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff, wenn es darum geht, den zu definieren. Und jetzt sehen Sie da oben den Versuch des Bundessozialgerichtes, also eines der letzten Instanz im Sozialrecht aus dem Jahr 2007, in einem Streit um die Anwendung des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung zu entscheiden, was Rasse ist. Und die Richter urteilten, unter Rasse wird allgemein eine Gruppe von Lebewesen verstanden, die sich durch ihre gemeinsamen Erbanlagen von anderen Artangehörigen unterscheiden. Und die Richter verweisen dazu auf den Brockhaus in der 20. Auflage. Da steht nicht mal das Jahr. Ich habe das Jahr nachgeguckt. Das ist der Brockhaus von 1996, den der Richter, der das geschrieben hat, wahrscheinlich aus dem Regal genommen hat. Warum vermute ich das? Weil ich in meiner Promotion ja ganz, ganz viele rechtliche Urteile analysiert habe und da immer wieder diese Referenzen auf Lexikalia auftauchen. Das hat dazu geführt, dass mein Korpus, den ich untersucht habe, irgendwann nicht nur rechtliche Texte waren, sondern auch Brockhaus-Enzyklopädien oder für die DDR dann eben Meyers neues Lexikon. Ich habe noch ein weiteres Beispiel mitgebracht. Das ist eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Auch hier sehen wir, dass der Supreme Court auf Alltagsverständnis, auf Common Popular Understanding referiert, auch hier ohne weitere Quellennachweise. Und das Interessante ist auch hier der Fall, um den es ging. Es ging um eine Klage von New Yorker Juden, deren Synagoge von White Supremacists antisemitisch beschmiert worden war. Und der Supreme Court hatte nun zu entscheiden, ob das Diskriminierungsverbot because of race in der US-amerikanischen Verfassung im 14. Zusatzartikel, also das Pendant zu Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, ob sie sich darauf als Juden und Jüdinnen berufen könnten. Und dann kommt eben diese sehr biologistische Definition, die wir hier vorne sehen. Als ich dann Daniel James' Forschungsergebnisse, ich durfte da dankenswerterweise vorher schon reinlesen, gelesen habe, da musste ich an diese Entscheidungen denken.
weil doch die Gemeinsamkeiten zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen Recht sehr ins Auge springen. Ja, beide beziehen sich auf Alltagsdefinition oder das, ohne das weiter durch Quellen nachzuweisen, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen lapidar auf den Brockhaus hinzuweisen. Beide verwenden biologistische Rassekonzeption, wo man erstmal ein bisschen erschreckt sein könnte, finde ich zumindest im Jahr 2007, aber natürlich auch im Jahr 1987 diese Bezugnahmen auf diese alten anthropologischen Rassekategorien von Blumenfeld da zu lesen in der Supreme Court Entscheidung. Und beide Gerichte stellen eigentlich als entscheidende Frage, also die Frage, wie entscheiden wir, ist bei Ihnen die Frage, welcher Rasse gehören die Kläger an? Dabei ging es den Klägern doch eigentlich darum, ihre Erfahrungen des Rassismus und des Antisemitismus im Wege von Entschädigungsansprüchen rechtlich auf irgendeine Art und Weise wiedergutzumachen. Also da finde ich, das finde ich wichtig, um dann zu überlegen, da kommen wir ja zum Schluss, sind das gute Begriffe für das Recht? Nun liegen diese beiden Entscheidungen, ich habe es gesagt, schon ein paar Jahre zurück und zumindest mit Blick auf das deutsche Urteil könnte man ja nach der qualitativen Umfrage, die Daniel James und sein Team durchgeführt haben, sehr hoffnungsvoll sein. Weil wir ja gehört haben, das biologistische Rassewissen ist da sehr, sehr stark zurückgegangen. Das stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, auch nachdem ich zumindest einen ersten Einblick in eure Forschung bekommen habe, hat das vielleicht was mit dem Alter der Probandinnen zu tun? Ich glaube, dass die sehr jung waren, die ihr befragt habt, und ich habe auch den Rassismusmonitor gelesen. Auch da schien mir diese Frage, der gibt es menschliche Rassen oder nicht, auch stark am Alter zu hängen. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Das führt mich wiederum zu meiner Forschung. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir angeschaut, wie eigentlich in Schulbüchern, in Biologiebüchern in Deutschland, das habe ich mir nicht für die USA angeschaut, nur für Deutschland, und in Enzyklopädia, wie da der Rassebegriff verwendet wird. Und da habe ich so einen Bruch festgestellt, so um die Jahrtausendwende, aber eigentlich noch ein bisschen verschoben, so um 2005, dass sich das da verändert. Und meine These ist nun, dass das sehr viel mit populärwissenschaftlichen Rezeptionen von naturwissenschaftlicher Forschung zu tun hat. Wir hatten ja im Jahr 2000 die Entschlüsselung der menschlichen DNA und in dem Zusammenhang sehr viele Publikationen darüber, dass ungefähr 99,9% des menschlichen Genoms sich gleicht. Und wir hatten 2019 in Deutschland viel rezipiert, jetzt die Jena-Erklärung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, in der es aus biowissenschaftlicher Perspektive heißt, ich zitiere, der Nichtgebrauch des Begriffs Rasse sollte heute und zukünftig zur wissenschaftlichen Redlichkeit gehören. Ob das so ist, kann man diskutieren, aber faktisch hat das natürlich einen Impact auf Alltagsverständnis. Das wäre jetzt nochmal meine Frage mit Blick auf eure Zeitschriftenanalyse, ob sich da auch eine Veränderung zum Beispiel in diesem zeitlichen Bereich abzeichnet. Eine weitere aus rechtshistorischer Perspektive sehr interessante Feststellung bzw. Parallelität ist mir noch aufgefallen. Daniel James hat gesagt, die US-Amerikanerinnen, ich spreche es mal runter, sind entspannter im Umgang mit Race. Es gibt auch positive und neutrale Verwendungsweisen von Race. Und genau diesen Satz hatte ich in dem Aufsatz, den ich letztens geschrieben habe, auch reingeschrieben. Und zwar auf dem Hintergrund meiner Analyse von Rechtsprechung und Rechtsdiskursen. Das fand ich spannend und ich glaube, das liegt daran, oder ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass eben auch diese rechtlichen Debatten und Kämpfe sehr stark das Alltagswissen beeinflussen. Und wenn wir uns die USA anschauen, dann sehen wir, dass der Begriff Race eine sehr, sehr lange antidiskriminierungsrechtliche Tradition hat. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz ist von 1949. Die Equal Protection Clause, also das Diskriminierungsverbot because of race in der US-amerikanischen Fassung, ist aus dem Jahr 1868. Das war quasi damals in Folge der Abschaffung der Sklaverei. 1865 kam dieses Diskriminierungsverbot hinein. Und auf diesen Verfassungsgrundsatz hat sich insbesondere die schwarze Bürgerrechtsbewegung im juristischen Kampf gegen Jim Crow, also die rassistisch segregierenden Gesetze, vor allen Dingen in den Südstaaten berufen. Das führt dann zu Entscheidungen wie Brown versus Board of Education aus dem Jahr 1954. Sie werden die kennen, aber ich würde mal sagen, die meisten deutschen Schulkinder kennen die nicht. In den USA kennt die jedes Schulkind. Das gilt auch für die Entscheidung Loving versus Virginia. Darüber wurde 2017 ein sehr bewegender Hollywood-Film gedreht. In dieser Entscheidung hat der Supreme Court
1967 entschieden, dass die rassistische One-Drop-Rule nicht mehr anzuwenden sei und dass auch das Verbot der Ehe zwischen Schwarzen und Weißen gegen die Verfassung verstößt. Das war 1967 und zu diesem Zeitpunkt existierten noch in 16 US-Bundesstaaten rassistische Eheverbote. Das heißt, dass in den USA sehr lange antirassistisches Verfassungsrecht, das sich auf Race bezieht, und rassistisches einzelstaatliches Recht parallel existierten und dass Kämpfe mit dem Recht gegen das Recht unter Bezugnahme auf Race geführt wurden. Das hat natürlich einen starken Einfluss auf den Race Talk. Und auch, das mache ich jetzt ganz kurz, weil Sie es alle kennen, weil Sie aus dem DECIM oder angelehnten Forschungsfeldern sind, die Frage des Zensus, ja, die Frage der Erhebung von Daten, das ist in den USA ganz, ganz anders als bei uns. Da wird schon seit 1790 Race erfasst, erst rassistisch und fremd kategorisiert, jetzt nur noch für Equality-Maßnahmen und basierend auf Selbstidentifikation. Diese Gleichzeitigkeit von Race mit Blick auf Diskriminierung und Antidiskriminierung hat es in Deutschland und auch in Europa nie gegeben. Hier verlief die Geschichte, das wissen Sie anders. Das Ende des Zweiten Weltkrieges und der Systemwechsel in Deutschland führte dazu, dass die offizielle Berücksichtigung von Race, die damals also von Rasse, aufhörte. Und zwar in ganz Kontinentaleuropa, nicht nur in Deutschland, denn die Rassengesetze beziehungsweise ähnliches Rasserecht galten nicht nur im nationalsozialistischen Deutschland. Auch ein starkes europäisches Datenschutzrecht macht seitdem die Erfassung rassischer Kategorisierungen schwieriger. Und das wissen auch Sie, da geht es nicht nur um Erfassungen mit rassistischen Zielen, sondern eben auch die Erfassung von Equality-Daten ist nicht so leicht. Maßgeblich durch die Alliierten vorangetrieben, kam dann in Deutschland im Jahr 1949, aber auch in vielen anderen europäischen Staaten in dieser Zeit, rechtliche Verbote wegen Rasse in die Verfassungen. Ja, also eine Parallelität wie in den USA hat es niemals gegeben. Und es muss da aber auch nicht mehr gegen die Segregation geklagt werden, weil die ausdrückliche Segregation, die hatten die Alliierten abgeschafft. Das heißt, letzter Punkt, ich muss auf die Uhr schauen, dass wir heute, dass wir auch deswegen so wenig Rechtsprechung zu Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz haben, weil natürlich die ganze Frage der rechtlichen Adressierung von sogenannter mittelbarer oder wie Sie besser sagen, institutioneller Diskriminierung und die Frage der Bezüge auf Rassismus jenseits so definierter Rassekategorien im Sinne des Biologismus viel, viel schwieriger ist und vor Gerichten viel, viel schwerer durchzusetzen. Weil dann müssen wir uns nämlich damit beschäftigen, wie Kategorisierungen wie Drittstaatsangehörigkeit, Migrationsgeschichte, sozialer Status, rassistische Zuschreibung ineinander greifen und Diskriminierungen produzieren. Das ist schwieriger, als ein ausdrückliches auf Rassekategorien basierendes Gesetz herzunehmen und zu sagen, das verstößt gegen die Verfassung. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr oder habe ich noch 2 Minuten? Okay, gut. Genau, dann ende ich damit, dass wir ja am Anfang die Frage, wie die Debatte um den Rassebegriff im Grundgesetz läuft, jetzt schon gemeinsam so ein bisschen hier performiert haben. Es ist ganz ähnlich so, wie das Daniel James dargestellt hat. Es gibt konservative und es gibt eliminatorische Ansätze. Es gibt Ansätze, die sagen, wir müssen Rasse anders verwenden, aber trotzdem beibehalten. Das wäre das Beispiel von Genghis Bhaskanwas. Es gibt leider eine immer noch herrschende juristische Auffassung, die sagt, wir behalten Rasse einfach so bei, wie es jetzt ist und müssen da gar nichts ändern, denn wir meinen tatsächlich nur das, was im Nationalsozialismus passiert ist, beziehungsweise was in den USA passiert. Also sehr starke Bezüge auf ein biologistisches Verständnis auch von Rasse und ein sehr enger Begriff von Rassismus. Und es gibt die Auffassung, die ich persönlich vertrete, zu sagen, wir müssen über Rassismus sprechen, auch im Recht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, das ist, wenn man als VeranstalterInnen das
das Problem hat oder den Fehler macht, dass man eine so grundsätzliche Debatte an den Anfang stellt, dann könnte man im Prinzip eigentlich die ganze Tagung darauf jetzt verwenden. Das können wir nicht, weil wir natürlich jetzt noch wahnsinnig viel andere spannende Dinge auch im Programm haben. Wir werden aber, denke ich, immer wieder auch darauf zurückkommen. Was wir jetzt also nicht machen können, ist eine lange Diskussion. Ich würde gerne nur eine Frage euch beiden nochmal mitgeben, um so zu versuchen, so ein bisschen die Perspektiven. Da war ja jetzt wahnsinnig viel, was man so an Faden verfolgen könnte. Die Frage, also die rein rechtswissenschaftliche Betrachtung, die Betrachtung, wie ist eigentlich sozusagen das Verständnis in der Bevölkerung. Wir greifen das gleich nochmal auf, wenn wir unsere Studie der rassistischen Realitäten vorstellen, weil es da dieses Item gibt, der Glaube an die Existenz menschlicher Rassen. Und die Frage, die finde ich so ein bisschen das vielleicht zusammenbringt, ist, was bringt es aus eurer Sicht, diese Diskussion zu führen, ohne in Betracht zu ziehen oder mit einzukalkulieren, dass es in Deutschland eben solche semantischen Verschiebungen gegeben hat, dass wir vielleicht, also Rasse tabuisiert ist, aber du hast dieses Beispiel von Sarrazin und dem Ausweichen auf Ethnie und ich würde sagen, es gibt viel Forschung dazu, ich selbst habe die auch betrieben, dass auch Kultur, also Kodierungen sozusagen in neuen Begriffen, die letztendlich aber diesen Determinismus, den das sozusagen, den Rasse auch beinhaltet, mittransportiert, und eben in die rassistische Hierarchisierung einschreibt, dass wir diese Ausweichbegriffe haben. Also was nützt es jetzt nur über die Tabuisierung von Rasse zu sprechen, abschaffen, nicht abschaffen und so weiter, ohne eben über diese anderen Begriffe, die sozusagen zu den Ausweichcodes geworden sind, mit in die Diskussion einzupreisen? Ich glaube, das ist eine Sache, die wir jetzt noch nicht eigens untersucht haben, auch weil es nicht ganz klar ist, wie wir die Frage so operationalisieren können. Also die Frage, wie ist es eigentlich, wenn andere Begriffe rassifiziert werden? Also wir denken noch genauso darüber nach, obwohl wir einfach nur ein anderes Wort verwenden. Der Verdacht ist natürlich, dass das sehr stark passiert. Was es uns jetzt nahegelegt hat, war, dass wir vermutet haben, dass es mit Race ganz ähnlich passieren würde, wenn man den englischen Ausdruck einfach entlehnte. Ich glaube, man muss genau so darüber auch nachdenken. Also ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass, glaube ich, die Diskussion selber als über den deutschen Ausdruck, die offene Thematisierung dessen, zumindest schon mal heißt, dass man sich nicht so ein bisschen durchmogeln kann mit diesen Ersatzbegriffen. Und deswegen bin ich sozusagen großer Befürworter der offenen Diskussion darüber. Aber ja, ich glaube, sie muss genauso auch verbunden werden mit diesen anderen Dingen. Was ich schwierig finde, und da wäre ich irgendwie auch gespannt, mehr darüber zu erfahren, ist, wie man das jetzt ganz genau feststellt, dass sowas tatsächlich passiert. Also, dass Leute diese anderen Ausdrücke verwenden, aber doch am Ende auf dieselbe Art und Weise nachdenken darüber, wie sie über Rasse nachdenken. Aber den Verdacht hege ich auf jeden Fall ganz stark. Ja. Im Recht kann man das tatsächlich ganz gut nachvollziehen und ich lade alle immer herzlich ein, noch mehr zum Recht zu forschen, da muss man keine Juristin dafür sein. Ich habe mir zum Beispiel mal Gesetzeskommentare des bürgerlichen Gesetzbuchs, wo es um die Frage der Abstammung geht, angeschaut und da gibt es dann diese ganzen Fragen, wie Vaterschaftsnachweise durchgeführt werden, aber auch die ganze Frage der kriminalistischen Forensik. Und da konnte man einfach feststellen, dass ab einer bestimmten Auflage dieser Kommentare, die kommen so alle 2 Jahre, bei mir war das dann so 2011, 2012, tatsächlich das Wort Rasse oder rassische Population oder Großrasse durch Ethnie ersetzt wurde. Mehr wurde nicht geändert. Genau, und da finde ich, natürlich müssen wir sehr, sehr kritisch sein, was diese Verwendungsweisen angeht. Mit Blick auf das Antidiskriminierungsrecht habe ich, glaube ich, versucht anzudeuten, aber dann lief mir die Zeit davon, dass ich glaube, dass da die Debatte nochmal um Ethnizität, Kultur und Rasse im Antidiskriminierungsrecht nochmal anders ist, weil Rasse sehr eng verstanden wird im deutschen Recht und dadurch der Schutzraum eben kleiner ist.
Ja, also wie gesagt, spannender Auftakt. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Keynote und den Kommentar. Und wir werden einfach jetzt die ganze Zeit auch darauf zurückkommen. Wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel zum nächsten Panel. Ich bitte meine Kollegin Samira, die jetzt sozusagen die Moderation des nächsten Panels übernimmt, nach vorne. Sie wird alle weiteren Gäste vorstellen. Und wir sind ja ein bisschen mit der Zeit auch hinten dran. Wir haben nachher eine sehr große Pause fürs Abendessen. Die wird jetzt ein bisschen eingekürzt, aber das sage ich schon mal, damit es nachher kein Frustrationspotenzial hat. Und jetzt gehen wir runter und ihr kommt hoch.